Als Protest gegen rechte Verlage auf der Frankfurter Buchmesse brachten AntifaschistInnen Plakate am Haus des Buches an. Am Sitz der Frankfurter Buchmesse GmbH wurde kein Raum für Nazis nie wieder gefordert und an die Gleichschaltung des Börsenvereins 1933 erinnert. Der Veranstalter der Messe, der Börsenverein des deutschen Buchhandels, wird insbesondere für den Auftritt Björn Höckes kritisiert, der sein neues Buch vorstellte. Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus veranstaltete deswegen eine Kundgebung vor der Messe. Dieses Buch hat rassistische, völkische, faschistische Inhalte. Björn Höcke ist selber Vertreter des faschistischen Flügels in der AfD. Und wir finden, dass die Buchmesse solche Auftritte von faschistischen Politikern, von rechten Verlagen, von rechten Publikationen, von faschistischen Publikationen, dass die Buchmesse solche Auftritte in Zukunft unterlassen sollte. Ob dies der Fall sein wird oder weitere Proteste notwendig sein werden, wird sich im nächsten Jahr zeigen.